Der Tod holt jeden von uns ein, sogar unsere Superhelden. Daher hier die bedeutenden Tode aus Marvel und DC Comics. Verzeiht mir, dass ich bei DC und Marvel bleibe, aber wenn es darum geht, eigentlich die bedeutendsten Tode aus der kompletten Comic-Historie aufzuzählen, dann würde ich hier nicht mehr wegkommen. Superman zählt als der erste moderne Superheld und trotzdem holt ihn das Schicksal 1993 ein. Auch wenn der Titel das Ende der Handlung vorwegnimmt, sind trotzdem die Seiten weiterhin sehr schockierend, tragisch, aber gleichzeitig heroisch. Zu seiner Beerdigung kamen alle großen Helden des DC-Universums, zumindest von der Erde. Und sogar einige Schurken wie Lex Luthor zollten ihm ein letztes Mal Respekt. Der Grund, warum DC Superman begraben wollte, ist eigentlich sehr simpel und gleichzeitig dämlich. Denn in den 80ern verkauften sich die Superman-Comics sehr schlecht und man wollte erneut den Fokus auf den Mann aus Stahl setzen. Die Köpfe hinter Superman damals, Dan Jurgens, Roger Stern, Jerry Ordway, aber auch Mike Carlin, planten Lois und Clark zu verheiraten. Zeitgleich lief auch die TV-Serie Lois und Clark. Da hat man nämlich auch die Hochzeit geplant, aber eben als letzte Episode. Die sollten nun laut Warner Brothers zeitgleich mit den Comics passieren. Es hat sich aber noch etwas geschoben und man brauchte einen Lückenfüller, um die Zeit zu überbrücken, bis es eben der TV-Serie soweit war. Warum ist es auch noch dazu so erschüttert? Eben weil Superman ein fester Bestandteil unserer Popkultur ist, denn er ist halt bei uns einfach fest verankert. Als er starb, haben sogar reale Medien darüber berichtet. Es kam aber so, wie es kommen musste. Superman kehrte zurück mit einer neuen peinlichen 90er-Frisur. Och Leute. Mittlerweile war die TV-Serie Lois und Clark endlich zu dem Punkt gekommen, wo die beiden heiraten konnten. Und die Comics legten natürlich nach und machten dasselbe. Zugegebenermaßen, man muss DC eins eingestehen, die haben echt Eier gehabt, so eine wichtige Figur so sterben zu lassen. Das ist ja so, als würde man Batman sterben. Och nein, das ist der nächste Platz, oder? Ich bin dran. Doch was ist, wenn Batman seine Plot-Armor eigentlich fallen lässt? Und das eben Final Crisis, die entstand aus der Reihe der Krisen-Events bei DC. Die erste Ausgabe markierte den Tod von Martian Manhunter und Orion. In der sechsten musste Batman ins Gras beißen, beim Versuch Darkseid zu Warum legt Batman sich mit einem Gott an, Darkseid? Ach, ich weiß, Batman... Ja, ich hab's kapiert. Eigentlich teleportierte Darkseid Batman nur die Vergangenheit. Und Superman trug dabei die Leiche von einem Klon. Immer wenn man einen Charakter zurück ins Leben holt, hat es immer irgendwas mit Zeitreisen oder Klonen zu tun. Zeitgleich wurde der Augenmerk auf Batmans Tod deutlich gelegt durch die Story Batman R.I.P. Es sollte sein letztes Abenteuer vor Final Crisis sein. Die Serie Nightwing, Robin, wurden sogar deswegen gestrichen. Batman und Detective Comics, also die Hauptreihen, legten dadurch sogar eine Pause ein, was die Fans echt aufregte. Daraus resultierte der Kampf um die Maske. Und nur Dick Grayson, der erste Robin, konnte sich behaupten, wurde dabei der neue Robin, der neue Batman natürlich, für ein paar Jahre mit Damian Wayne als der neue Robin. Jetzt denkt ihr natürlich, hey Katz, aber was ist denn mit Bruce Wayne? Der kämpfte sich erfolgreich durch die Zeit und feierte erfolgreich sein Comeback, übernahm New 52 wieder das Ruder. You're the Spider-Man. No, I'm not. Ben Parkers Verscheiden gab Peter die Motivation, ein Superheld zu werden. Und meiner Meinung nach sollte er auch tot bleiben. Das war auch die ethische Debatte in The Clone Conspiracy. Er stolpert zwar nicht von einem Missglück zum anderen, wie zum Beispiel jetzt Daredevil, aber hatte auch seine Ups und Downs, wie zum Beispiel Gwen Stacy. Gwen hatte dabei eine sehr aufgeschlossene Persönlichkeit, was für Peter der Fels in der Brandung war. Und auch die Motivation für immer wieder aufzustehen, egal wie oft er in den Dreck landete. Umso trauriger war ihr Tod, weil sie für Peter einfach Hoffnung darstellt. Pass auf, Amigo, gleich fallen dir deine Glubscherchen raus. Mary Jane war halt immer wirklich die große Liebe. Er hat sie auch später geheiratet. Aber Gwen war halt die erste Liebe. Und ihr Vermächtnis sollte dabei gewahrt werden. Aber Straczynski dachte sich, yo, fuck this shit, lass es mal so machen, dass Gwen vor ihrem Tod von Norman Osborn geschlängert wurde und diese Kinder kommen so genmanipuliert, um Spider-Man zu bekämpfen. Wäre doch voll fresh. Nein! Nein! Nein, wäre es nicht! Auch Tante May wurde vom Sensenmann im One More Day Handlungsstrang besucht. Peter blieb nichts anderes übrig, als mit Mephisto einen Pakt einzugehen, um sie zu retten. Er opferte sie dabei die Ehe mit Mary Jane auf, was aber richtig bitter war, erfuhr er erst gegen Ende. Denn es stellte sich heraus, sie war schwanger mit einem möglichen Kind von ihm. Danach startete eine der umstrittensten Spider-Man-Stories überhaupt, Brand New Day, der alles auf Null setzte. Er war wieder Single, dafür überlebte Tante May wieder und Harry Osborn, der zuvor in Spectacular Spider-Man 200 sein Ende nahm. Eigentlich bin ich ein Befürworter der Storyline, denn MJ wurde von Autoren immer aus Hausraub missbraucht und so konnte sie sich nie wirklich entfalten. Das DC-Universum ist bekannt für ein sehr komplexes, aber gleichzeitig auch chaotisches Multiversum, weswegen ein Frühjahrsputz in Form von Crisis Infinite Earth so gut getan hat. Anti-Monitors Plan ist, das Multiversum mit einer einzigen Waffe niederzubringen, was Barry zwang, mit der Speedforce Energie aus der Waffe zu entziehen. Es dauerte Jahre, bis er wiederkehrte im Flash Rebirth. Die Aufopferung an sich ist schon sehr ikonisch und macht seinen Tod zu einem echten Heldentod. Steve Rogers hat eine echt lange Geschichte mit dem Tod. Sein Sidekick Bucky opferte sich selbst, damit Steve 20 Jahre später in Avengers Ausgabe 4 von den Rächern gefunden werden konnte. In der letzten Ausgabe von Civil War stellte sich Captain America der Regierung, wurde sogar dabei eingebuchtet. In der 25. Ausgabe der damals laufenden
laufenden Captain America Serie, wurde auf dem Weg zum Gerichtssaal von einem Scharfschützen niedergestreckt. Steve ist aber nicht dumm, er hat den Sniper schon längst gesehen, aber er hat sich extra vor die Kugel geworfen, um einer der Polizisten, die ihn begleitet haben, zu retten. Und das zeigt einfach, wie heroisch er ist. Die Welt nahm den Abschied vom Freiheitskämpfer mit einer großen Beerdigung. Bucky wurde danach der neue Captain America. Dies hielt auch einige Jahre. Doch Comic-Charaktere bleiben halt nicht tot, deswegen kehrte auch Steve wieder zurück. Zunächst nahm er die Rolle des Shield-Leiters an, nur um später wieder ins Kostüm von Captain America zu schlüpfen. Dafür hatte Marvel Now so einen kleinen Twist. Das Superhelden-Serum ließ nach. Steve Rogers wurde wieder alt und musste wieder abtreten. Das wurde dann aber revidiert. Es gab einen neuen Status Quo in der Pleasant Hill-Storyline, was ihn wieder jung machte, damit er noch einige Ausgaben später wieder Captain America sein durfte. Und das ist, weil Marvel gerne Figuren künstlich am Leben hält. Zu dem Zeitpunkt, als Captain America 3 im Kino anlief, braucht man nämlich Steve Rogers zurück in den Comics als Captain America. Erinnerst du dich an mich? Um das besser verkaufen zu können. Trotz Logikfehler und trotz allem anderen. Keine Kraftausdrücke! So wie gerne Comic-Autoren Sidekicks sterben lassen, so auch die Love Interest eines Superhelden, wie in diesem Fall. Die bekannteste Leuchte Hal Jordan beschloss unter Einfluss von Parallax, einige Mitglieder des Korps zu töten. Er schaltet die Zentralbatterie aus, was alle Mitglieder des Green Lantern Korps die Kräfte nimmt. Nur, um dann im Anschluss alle Wächter von Oa zu töten, außer einem, Garnet. Garnet sucht einen neuen und somit einzigen Green Lantern, Kyle Rayner. Doch das war gerade mal die Kurzfassung. Dafür liebe ich Green Lantern, dass es so herrlich kompliziert ist. Kyle war nun einige Zeit der Hüter der Ordnung im grünen Gewand, machte dabei sich auch logischerweise Feinde, die es auf ihn und seine Freundin abgesehen haben. Er kommt ganz normal von der Arbeit nach Hause, denkt sich nichts Böses, greift nach einem Bier und denkt sich, oh, meine tote Freundin ist im Kühlschrank. What a story, man. Einer seiner Gegenspieler, Major Force, hat Kyles Apartment einen Besuch abgestattet, sie ist stranguliert, um anschließend den Kühlschrank zu packen, was auch den Begriff definierte Women in Refrigerators. Das brachte sogar einige Feministinnen 1999 eine Website aufzumachen, mit einer Liste verstorbener weiblichen Charaktere, die allein als Plot-Device ermordet wurden. Oh, ja, interessante Website, oder? Irgendwie schon seltsam, dass wir hier Witze machen über den Tod. Naja, die Gags sind ja auch zum Totlachen. Alexandra erscheint dafür aber später als Konstrukt, wenn Kyle nicht mal weiter weiß. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass die eigene tote Freundin hin und wieder erscheint. Das wäre da so ein Geist der Vergangenheit, ja? Also ich würde mir da nicht jedes Mal in die Hosen scheißen. Werden wir aber wieder ernst. Ihr kennt bestimmt doch alle Carol Danvers, Captain Marvel. Diesen Titel musste sich erst erkämpfen. Ihr Vorgänger war Mar-Vell, ein Kree-Spion, der gegen das Imperium sich wendete, um unseren Planeten zu beschützen. 1982, nachdem sich die Graphic Novels etabliert haben, hat Marvel das versucht, auf den Zug aufzuspringen mit ihrer eigenen Graphic Novel-Reihe. So entstand auch nur die kurzlaufende Reihe Marvel Graphic Novels. Mar-Vell nahm dabei an einer Außenmission teil. Als seine Begleiter bemerkten, dass etwas nicht stimmt, analysierten sie seine Zellen, nannten auch die Lösung, Krebs. Jetzt hat er nur noch 3 Monate, um allen sich zu verabschieden. Dabei erinnert sich an seine alte, glorreiche Tage. Kämpft gegen den inneren Konflikt. Die Frage, ob es sich lohnt, überhaupt dagegen anzukämpfen. Selbst die Avengers suchen verzweifelt nach einem Ausweg, ihn zu retten, aber leider vergeblich. Als Mar-Vell im Sterbebett liegt, verabschiedet er sich von einzelnen Begleitern, bis seine Augen sich schließen und er friedlich von uns geht. Umgeben von Freunden. Im Nachleben begegnet er seinen größten Feind Thanos. Diesmal als Freund, der ihm zur Seite steht und zusammen mit dem Tod Mar-Vell den Weg zeigt. Eine Reise, die gerade erst beginnt. Es endet mit seiner Beerdigung. Eine Legende ist vor uns gegangen. Ganz ehrlich, Jim Starlin hat hier eine richtig grausame Botschaft von uns weitergeleitet, besonders mit den letzten Seiten. Denn egal wie mächtig du bist, sei es drum, ob du mit kosmischen Wesen mithältst, die Erde mehrmals rettest, du kannst dem Tod aber nicht entkommen. Du bist sterblich. Als wir Mar-Vell in Avengers vs. X-Men wieder sahen, auch wenn es nur eine kurze Begegnung war, opferte er sich, um die Kree-Rasse zu retten. Carol Danvers entschloss sich, nicht mehr Miss Marvel zu sein und trat somit in die Fußstapfen ihres Mentors, als er neu Captain Marvel. Denken wir mal nach, es gibt die Blue Beetles, also es gibt mehrere. Ted Kord, der zweite Blue Beetle, war immer das schwarze Schaf der Familie, denn er baute auf seine Intelligenz, nicht auf irgendwelche Superkräfte. Es wird zwar nachgesagt, hey, er ist ein guter Kerl, und er ist ein guter Erfinder und auch Taktiker, aber er ist kein Superheld, bei weitem nicht. Als Ted von Barbara, damals Oracle, die Info erhält, dass Gelder von Kord Enterprises würden durch WayneTech laufen und danach durch Fake-Firmen, ging er in der Spur nach. Es stellt sich heraus, Maxim Lord, der lange zuvor in der Justice League mit Fördergelder vollpumpt, ist Mitglied der Checkmate und somit auch das große Mastermind dahinter. Er hat all die Jahre die Justice League ausspioniert, Daten gesammelt und plant, alle Metawesen der Welt zu kontrollieren. Ted wird vor die Wahl gestellt. Entweder arbeitet er mit ihm zusammen oder arbeitet mit ihm zusammen. Teds Antwort lautet natürlich nein, was Max nicht gefällt. Und ihr fragt euch, warum Max und Lord in der Supergirl-Serie so ein Arschloch ist. Sie sehen nicht nur gut aus, sie sind auch ein kluges Köpfchen. Sein Bro Booster Gold versuchte die Geschichte neu zu schreiben, um Ted zu retten. Ted musste dabei zur Besinnung kommen und akzeptierte, dass es keinen Ausweg gibt. Egal was er macht, er muss an dieser Stelle sterben, um größere Schäden zu verhindern. Faszinierende Theorie. Nicht beweisbar.
aber wird sie weiter zu spinnen. Danach hat er in New 52 eine eher kleine Rolle gespielt, hat aber in seit dem Relaunch von Rebirth die Mentorrolle eingenommen für Jaime Reyes, den dritten Blue Beetle. Die X-Men verzeichnen sehr viele Todesopfer. Colossus, Nightcrawler. Ich glaube, irgendein X-Men vergesse ich doch hierbei, oder? Doch zwei haben die X-Men besonders geprägt. Eingefleischte Comicleser machen sich gerne lustig über Jean Grey, weil sie halt immer wieder stirbt und immer wieder zurückkommt, wie so ein typischer Comic-Charakter. Die meisten von euch wissen auch bestimmt, dass sie eine enge Verbindung hat mit der Phoenix Force. Schön und gut. Doch das Problem dabei ist, sie kann es halt nicht immer kontrollieren. In Ausgabe 137 opfert sie sich selbst, um die Gefahr zu eliminieren. Damals war es nicht üblich, so eine wichtige Figur in einem Superhelden-Comic einfach sterben zu lassen. Da gab es noch das Event Avengers vs. X-Men, bei dem es auch um die Phoenix Force geht, nur diesmal muss Charles Xavier daran glauben. In diesem Event streiten sich beide Teams um die Frage, ob die Phoenix Force kontrolliert werden kann. Unglücklicherweise wird bei einem Gefecht diese Macht zersplittert, wodurch sie sich in einigen X-Men wiederfindet. Diese fünf übermächtigen X-Men stellen eine neue Weltordnung auf. Am Ende bleibt nur noch Cyclops übrig mit der Phoenix Force. Wer stellt sich ihm in den Weg? Charles Xavier, sein Mentor, versucht ihn etwas Moral einzutrichtern. Xavier war schon immer für Scott die Vaterfigur, die moralische Instanz, die auch mitverantwortlich war für seinen Werdegang. I have crippling depression. Was lernen wir aus diesem Video? Comicfiguren bleiben einfach nicht tot. Macht euch einfach keine Sorgen, wenn das nächste Mal eure Liebesfigur verreckt, denn ihr könnt es gar nicht wissen, in ein, zwei Jahren wird er wahrscheinlich wieder zurückkehren.